Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Inzock und damit herzlich willkommen zu Donut Country. Ein Spiel, wo wir keine Person spielen, sondern tatsächlich ein Loch. Ja, und ich dachte, als kleines Fun-Projekt, neues Let's Play, nehmen wir das mal an und spielen das Spiel. Es hat sogar einen Game Award bekommen, also erwartet mich schon was Gutes. Neues Spiel, los geht's. Mihas Haus. End of the presents. Was ist denn der Hund da für Brot? Miha, wann kommst du zur Arbeit? Mir ist langweilig. Ach, wir spielen das Mädchen? Alles klar. Sei still, BK. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Bitte was? Bitte hat ein wenig Rezept. Lol. Echt? Tot? Wieso? Der Typ hat mich wieder wachgehupt. Noch vor dem ersten Hahnenschrei. Der Schein unglaublich. Keine Sorge. Ich werde dich rächen. Du, sei vorsichtig. Der Typ kann echt hupen. Ja, wenn du meinst, komm zum Donut-Shop. Und hör auf, mit dem den Hund mit Brot zu füttern. Bitte was? Woher weiß der das? Er braucht Brot zum Leben, BK. Er ist ein leibinzisierter Brot. Okay, geh in 5 Minuten los. Ciao. Alles klar. Und hier haben wir einen Donut. Okay. Zurückziehen. Okay, dadurch und... Ja, ihr seht schon, das Spiel geht darum, ein Loch zu spielen und... Oh, mal spielen wir den Waschbär da. Und wir können jetzt Sachen reinfallen lassen, so viele wir wollen. Das wird also ein kleines Fun-Let's Play. Und wir bringen alles zum Fall. Kurz, wir sind eine Art Naturkatastrophe. Das Spielprinzip ist witzig und einfach. Ich hab ihn schon. Und der erste Typ ist schon in meinem Loch. Ja, wir sind schon mies, aber naja. Der Donut Shop. Gleich die nächste Station ansteuern. Ach, ernsthaft? Das war echt ein Waschbär? Ich höre ihn nicht mehr hupen. Was hast du mit dem Hup-Typen gemacht? Um den macht ihr keine Sorgen. Ich habe ihn in den Donut gebracht. Oh, okay. Lol. Du hast ihn wohl abgelenkt. Hey, weißt du was? Ich bin jetzt Level 9. Warum spielt ein Waschbär am Handy? Wow, toll. Du probierst gar nichts mehr. Auf Level 10 kriege ich einen Quadcopter. Ach so, klar. Glückwunsch. Kommen rum die Könige. Bis später, BK. 6 Wochen später. Oh. Mira? Wie konntest du nur meinen Quadcopter kaputt machen? Wen interessiert dein blöder Quadcopter? Wie konntest du die ganze Stadt kaputt machen? Oha. Kurz gesagt, dieser Waschbär hat einfach es mal geschafft, eine ganze Stadt Schrott zu hauen. Na klasse. Und anscheinend sind die noch nicht... sind da mehrere Bewohner gefangen. Der Postbote wohl irgendwo ebenfalls. Ich habe nie was kaputt gemacht. Ich bin lieb. OMG, hör auf. Du hast mit diesem blöden App die ganze Stadt durchlöchert. Und wir sitzen jetzt hier unten fest. Ist doch alles okay. Ich nur mein
Aber nicht mein Quadricopter. Ich bin das Opfer. Unterstützt mich vielleicht irgendwer? Pika. Es ist klar, wie klar es früher, dass du es warst. Ich wurde gleich nach der Bonusbestellung von dir von einem Loch versunken. Was hat das damit zu tun? Dass mir mein Quadricopter kaputt gemacht hat? Potter! Was ist mit deinem Sohn passiert? Oh, Pap? Ein süßer Puppyboy? Er muss da oben noch irgendwo sein. Die Frage ist, wie lange? Okay. Wir spielen anscheinend den Waschbär und eine App, mit der wir alles verschlingen können. Und ja, wir müssen irgendwie alles zerstören und so. Das ist der Sinn des Spieles. Nicht sehr nett, aber lustig. Und wir beginnen hier. Und man muss auch ein bisschen rätseln, wie man alles einsaugen tut. So, die Tasse, dann das Paket. Das Paket, habe ich gesagt. Das Paket! Wir sind noch zu klein. Und eben erst den Kuhschädel. Dann das Paket. Paket! Und dann den Koffer. So. Der spielt einfach seelenruhig an der App weiter. Jetzt lassen wir die ganzen Pflanzen verschwinden. Will noch nicht. Eben erstmal den Fressnapf. Oh! Okay, so konnten wir das Ding öffnen. Jetzt ist alles weg. Dieser Schrocken. Und hier geht's weiter. Oh, wir sind echt mies, das muss ich schon sagen. Und der Herr wird bald auffallen. Oh shit! Da passiert es. Gib deinen Stuhl her. Oh, der ist gefallen. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen mies und wir können einfach den nicht so fallen lassen. Oh doch, können wir jetzt. Und da fällt auf. Der guckt weiter so. Oh nein, alles verschwindet. Boah, das war eine Mahlzeit. Scherben rein, alles drum und dran. Jetzt hier der Fahrstuhl. Komm, der Ofen. Ab alles. Die Scherben können wir ja einzeln einsammeln. Oh oh, und was kommt jetzt? Diesen Ofen können wir nehmen. Okay, sie hat sich inzwischen da reingerettet, oder was ist los? Sold. Jetzt fällt auch der Ofen. Oh. Wir brennen jetzt. Achso, jetzt aufplatzen lassen, damit der Hof liegt. Boah, ist das mies. Aber naja, wir spielen ja diesen fiesen Waschbären. Errungenschaft. Pups Odyssey. Ja, den haben wir sozusagen damit gerettet. Den Donut hat er gerammt. Der müsste jetzt runterfallen, ja. Den Springbrunnen einfach weg, das weg. Und die Frau ist gleich auch weg, denn wir saugen gleich das ganze Haus weg. Das hätten wir fast alles. Ja, nur noch das Haus. Already Dadgy. Hey, ja, ich hoffe, sie überlebt das. Tolle Lieferung. Alles klar, wir kriegen einfach echt XP. Kampf für den Bella. Achso, was alles rübergebracht wurde. Was wir alles in die Unterwelt teleportiert haben. Lustige Sätze. Versuch nicht im Pool Zuckerwasser zu waschen. Dieser Tipp wird dir das Leben retten. Kannst du dir zu Hause deinen eigenen Knochen machen. Hund küssen ist nicht lustig. Ein Stein, versuch ihn nicht zu essen. Normaler Ofen, der mit Schlamm füllt. Wir haben Pottenpuppe gewonnen.
manchmal gute Ideen zu finden. Leicht umzukippen. Überholt den Profen nach Käfern. Klar, irgendein Kopf. Normalerweise ein gutes Zeichen, in der Nähe Müll gibt. Wir mit Schlampen herum. Zum Spaß. Das sind. Noch ein Topf. Wow. Die Mauer zum Verstecken. Guter Aussichtspunkt. Jemand hat das Schild gekauft und jeden Fall das selbst kaufen wollte. Nur zum Spione zu sehen. Fangst du damit nicht an? Auf? Bringt deine Augen zu weinen, wenn du deinen Kopf reinsteckst. Ach du Schande. Kindersicherheitskaktus. Kletter rein, eine freie Zurückfahrt. Okay, die Nummerne waren noch. Schönen Mülltag noch. Oha, das ist ja schon mal abgegangen. Und es geht gleich weiter. Ich wollte Papp doch nur mit einem Donut überraschen. Sneef. Jetzt schwebt er davon, der einsame Papp. Nein, tut er nicht. Wenn du zuerst verschlungen wurdest, wie weißt du dann, dass Papp in diesem Ballon ist? Diese Geschichte ist voller Löcher. Dein Hirn ist voller Löcher. Und die ganze Stadt dank dir. Ich mach nur meinen Job. Moment, ich meine gar nicht wahr. Ich bin unschuldig. Warte mal, Papp ist in einem Heißluftballon? Da ist einer an der Ranger-Station vorbeigeflogen. Du hast Papp gesehen? In welche Richtung ist der denn? Weiß ich nicht, wurde abgelenkt. Beste gerade einen Donut. Lecker. Ich kriege Hunger, wenn ich mir Sorgen mache. Sorgen um was? Ob du glaubst oder nicht. Schlangen. Okay, die Ranger-Station. Müssen wir jetzt vornehmen. Schlangen? Oha, hier sind ja echt Schlangen. Da müssen wir ihnen wohl mal helfen. Fürs Erste. Wow! Die Schlangen, wie die aufspringen. Oh, ich hab noch eine. Gerettet. Vergiss es. Ihr geht alle rein. Rein mit euch. Das ganze Gras aufsammeln, die Steine. Oh Mann, das ist so mies mit den Löchern. Vergiss es, Schlange. Du haust ab. Okay, und jetzt müssen wir hier... Oh nee, wir müssen Hühner fallen lassen. Rache für Legende auf Zelda. Schlangen-Danger. Oh. Schlangen-Danger. Höher? Hupen? Okay. Schlangen-Danger-Rote Phase? Was jetzt? Das letzte Huhn runter? Schlangen-Danger auf höchste Phase. Boom! Schon kapiert, was da abging. Dann fangen wir mal diese Schlangen ein. Und wow, waren da viele drin. Waren da viele drin? An Schlangen. Das war mal das Ranger Office. Komplett explodiert. Und ich glaube, gleich wirst du auffallen, Ranger.
Die Hühnchen. Und tschüss. Tolle Lieferung. Und schon wieder krieg ich XP. Tanzelia. Es ist eine Sache, ein Huhn zu besitzen. Aber zwei Hühner, das sind zwei Sachen. Ein großer Eimer für Schmutzfreunde. Du bist immer auf der falschen Seite. Ein Draht ermöglicht dir, ein Ei zu greifen und das Huhn zu streicheln. Handschuhe für das Auto. Handschuhe für das Auto, alles klar. Holzgefängnis für Freaks, alles klar. Ein Plastikvogel, der einen Angst macht, alles klar. Lebendige Spaghetti. Lebendige Spaghetti mit der Fähigkeit zu hassen. Wenn sein Huhn keine Schaukel hat. Wow. Keiner weiß, was da steht. Nur Monster drücken diesen Knopf nicht. Zeige dir, welche Temperatur die Schlangen haben. Alles klar? Schlangen kommen zum Sterben hierher. Es ist so geformt, damit er wie ein großer Vogel aussieht. Schlag ein, um die Regierung auszuspionieren. Lass dich nicht entdecken. Interessante Beschriften. Noch einen schönen Mülltag noch. Danke. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also machen wir noch ein Level. Wird nur ein kleines Let's Play, das weiß ich jetzt schon. So viele Charaktere stehen da ja nicht rum. LL. Könnte es sein, dass ihr mir nicht dankbar sein solltet, dass ich das Schlangenproblem gelöst habe? Moment mal. Da warst du's, der die Löcher schaffen hast. Wie? Nein. Ich meinte nur, wer immer es getan hat, hat echt geholfen. Bestimmt cool und netter Typ. Hat sonst noch wer Papp gesehen? Yep, ich hab Papp gesehen. Salz. Mit meinem Teleskop. Der sieht doch ein bisschen aus wie so ein Salzstreuer. Du meinst mit meinem Teleskop? Hab ich doch gesagt. Mein Teleskop. Wo hast du ihn gesehen? Naja, Pepper und ich hatten uns wieder mal um die Wolle. Und wollten mit meinem Wohnwagen den Minzfluchtziel abhauen. Ihn hatte dieser Vogel angetan. Ja, echt netter Vogel war das. Aber hab ihn wirklich bewundert. Bis ich Heißhunger bekam. Da habe ich mir über die Donut Country App einen Donut bestellt. Ach so, alle, die einen Donut bestellen, werden eingesaut? Ach du Schande. Und dann war das das Loch. Alles klar. Dann machen wir noch diesen Level. Und was geht denn hier ab? Hier ist der Hund. Von vorhin. Lauter Fische. Oh, shit. Was macht der Hund denn da? Der ist ja total wild. Tschüssi, Hundi. Tut mir leid. Lol, wir können das Wasser einsaugen. Moment mal, wenn wir ganz vorsichtig laufen und dem was zu essen geben, dann können wir uns leeren, alles klar. Ah, schon kapiert. Der Storch muss uns trinken. Oh, das ist mies. Lol. Wo ist der hin? Der ist in Deckung gegangen. Danke für deine Hilfe, gleich wirst du auffallen. Hundehütte, weg.
Okay, den können wir nicht zu Fall bringen. Aber den Wagen können wir in Gefahr bringen. Boah, und verschlingen. Die Vogel können wir nicht essen, alles klar. Als Loch. Ah, jetzt konnten wir ihn essen. Und er fällt. War er nicht im Wohnwagen? Und wieder XP. Was haben wir diesmal? Tragbares Plumpsklo. Eine halbe Mausgitarre hat das Wort für immer eingraviert. Gratis Schlitten. Drück oben die Taste, um den Geschmack zu wählen. Alles klar. Völlig unartige Art und Weise, deine Pommes sicher aufzubewahren. Du kannst einem Fisch dein Geheimnis erzählen, da er sich sowieso an nichts erinnert. Dennis Bälle wachsen nur an schweren zugänglichen Stellen. Sag mir, wenn man von einem Vogel gefressen wird, sag's mir. Tja, das wäre die Runde. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den ersten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.